Das Red Apple Hair am Leonrothplatz 2 bekommt neue Kundschaft, die 22-jährige Sabine. Bisher hatte ich meine Haare immer blond, langweilig, eine Länge und immer zum Zopf zusammen, weil ich nichts damit anfangen konnte. Heute sollen die Haare unten dunkler werden, oben blonde Strähnchen noch mit rein und insgesamt viel mehr Volumen und vorne so einen schiefen Pony vielleicht noch. Das heißt, wir werden schon bei ihr im Blondbereich bleiben, wobei der untere Bereich dunkel eingefärbt wird. Außerdem wird der Haarschnitt stufiger und soll auch deutlich an Volumen dazu gewinnen. So kann Sabine viel mehr ausprobieren und muss nicht immer mit dem öden Zopf herumlaufen. Sabines Umstyling geht in die zweite Runde. Nun ist die Farbe an der Reihe. Ein gepflegtes Äußeres und nur mit Schminke aus dem Haus. So die Devise von Sabine. Ich habe bei der Sabine ein Make-up gemacht, das man am Tag tragen kann, also auch am Abend. Ich habe bei den Augen angefangen, mit einem hellen Beige-Ton zu schattieren, mit einem Rosé-Lila-Ton und in der Mitte mit einem stark roséfarbenen Ton akzentiert. Dann habe ich ihr die Lippen passend zu den Augen geschminkt, auch in einem Rosé-Ton. Ich finde es sehr hübsch geworden. Und für alle Männer, die eine andere Meinung haben sollten, gilt dieses Motto hier. Dieser Titel dürfte perfekt zum aktuellen Hertie-Image passen. Denn mit der neuen Hausmarke Johann Kaser will das Kaufhaus Trend setzen und das Leben in den eigenen vier Wänden aufpeppen. Wir haben hier ein Sammelbecken von Trendartikeln bezogen auf den Wohnaccessoire-Bereich. Johann Kaser, diesen Namen sollten Sie sich merken. Mit der neuen Hertie-Hausmarke ist Langeweile in den eigenen vier Wänden Schnee von gestern. So let me live.